Und hallo und herzlich willkommen zurück zu einer brandneuen Aufnahmesession von Let's Play Wizard 101. Vorab muss ich ein paar Dinge erklären. Bei der letzten Aufnahme war ich erkältet gewesen, das konnte man ein bisschen hören. Diesmal habe ich gerade eine Weisheitszahn-OP hinter mir. Mir wurden alle vier Weisheitszähne unter Vollnarkose gezogen. Das war vor anderthalb Wochen immer noch. Leute, immer noch spüre ich die Nachwirkungen. Das heißt, ich werde wahrscheinlich zwischendurch ein bisschen mundfaul werden oder so. Oder was heißt mundfaul? Plötzlich ein bisschen komisch sprechen eventuell. Lasst euch davon nicht irritieren. Ich habe noch ein bisschen Probleme damit. Aber ich muss jetzt mal langsam, aber sicher weiterspielen hier. So. Und wir haben jetzt 10:30 ungefähr. In einer Viertelstunde treffe ich eventuell, falls er noch wach ist, einen Verbündeten, mit dem ich mich zuvor verabredet habe. Aber das werden wir dann sehen. So, ich habe mal ein bisschen was hier erkundet. Auf geht's. Wir befinden uns im Kaufmannsviertel. Das habe ich vorher völlig außer Acht gelassen. Im Kaufmannsviertel kann ich allerlei Zeug gegen Geld kaufen. So, und da gäbe es zum Beispiel, was ich jetzt auf meiner Reise entdeckt habe, viele, viele sehr unnötige Sachen. Aber es gibt zum Beispiel hier auch den Zauberkartenladen. Da wollen wir mal gerade reingehen, denn da gibt es noch ein Kartenspiel für mich, das, das offensichtlich gar nicht mal so schlecht ist, so. Nämlich hier das Feuerkartenspiel des Novizen. Ist vielleicht ein bisschen besser als das, was ich jetzt habe. Das werde ich auf jeden Fall mal kaufen. Ich habe ja ein bisschen Geld angespart. Ich habe das bisher, glaube ich, noch gar nicht ausgegeben. Und das werde ich jetzt kaufen. Bäm. Kann ich das zweimal kaufen? Nee, Blödsinn. So, und ich glaube, kleidungstechnisch war das hier jetzt nicht so vielversprechend. Hier hinten kann ich allerdings noch meine komische Dame Keks umbenennen. Das wusste ich auch nicht, aber jetzt weiß ich's. So. Nee, nicht hier einladen. Ich möchte mit der Tante sprechen. So. Das Tier. Ach, ich bin im Hutladen gelandet. Nee. Helm der Verwegenheit. Obwohl, da sind ein paar interessante Sachen bei. Aber plus 27 maximal. Hier, das bringt mir alles nichts. Ich glaube, der Saphiras besetzte Helm, den ich im Moment habe, ist gar nicht mal so schlecht. So, aber ich wollte woanders hin. Warum bin ich denn jetzt hier drin gelandet? Hier wollte ich rein, genau. Ich möchte mich nicht mehr, dass das Vieh Dame Keks heißt. Oh, Vanessa Geisterklaue. So, das Tierchen werden wir jetzt sofort umbenennen. Wo geht das denn? Nicht färben. Haustier umbenennen. Ach, ich muss... Ach so. Gut, ich heiße Kevin Kupferknospe und dann heißt das Vieh... Vielleicht... Hat das einfach nur einen einfachen Namen? Kasper. Kasper. Keks. Keiner Kasper. Kevin Kupferknospe und Kasper. Klabauter, Klatsch, Klecks, Klee, Knips, Knuffel, Knuss, Koko, Krall, Krütz, Krümel, Lakitz, Leo, Lex, Lila, Lisalau, Luise, Lumpi, Loma, Marzipan. Das ist Marzipan. Ach nee, Marzipan. Mio, Mio, Mops. Mops? Noah, Nemo, Pebbles, Penny, Pfiffi, Pippe, Plüsch, Polter, Putz, Puh, Ratz, Rups, Rex, Rups, Rips, Raps, Rups, Heide, Heuler, Chili, Schoko, Cleo, Cappuccino, Bu, Borka, Bo. Tja, wie nenne ich den Typen denn jetzt hier? Zwille? Wuschel, Wuff, Wilma, Wilms, Waldi, Urs, Trampeltiger, Tulle, Tatz, Susi, Stops, Strolch, Sternchen, Schnabich, Schnur, Schappen, Schumpen, Komm, wir gehen nochmal zum K. Und zwar nehmen wir K.
Keks Kasper. Den Kasper fand ich okay. Kein Kasper. So, Kasper. Kasper. Das ist Kasper. Ich bin Kevin Kupferknospe. Damit ist alles gut. Und mein Hut kann ich auch noch umfärben. Den färben wir nämlich mal... Basis hellorange. Und den Rand machen wir dunkelorange. Oder? Oder die Basis dunkelorange und den Rand hellorange. Ja. Färben. Das hier werden wir jetzt auch dunkelorange und Dingenskirchen färben. Jetzt hauen wir mal auf die Kacke. In buddhistischem Gewand. Warum ist denn das grün? Aha, färben. So, sind wir jetzt soweit? Na, wie sehen wir jetzt aus? Kasper. Auf geht's. Wo sind wir denn jetzt? Was müssen wir machen? 9 Minuten 30. Vanessa Geisterklaue. Noch 9 Minuten 30 geht diese Folge. Und ja, ich muss mal gerade einen Schluck trinken, denn auch das gehört zu dieser Weisheitszahn-OP dazu. Ich bin ein bisschen trocken. Was müssen wir alles machen? Ach genau, wisst ihr, was wir mal machen können? Ein paar von den kleinen Gnomen suchen. Ja? Ich werde jetzt gleich in einer Viertelstunde, wie gesagt, mich mit jemandem eventuell treffen. Mal gucken, ob er da ist. Ansonsten werde ich dann hier die Quests weitermachen. Hier die Smiths weitersuchen. Stadtmitte. Rabenhain. Kaufmannsviertel. Einhornweg. Altes Viertel. Kolossus Boulevard. Da gehe ich nachher hin. Ansonsten muss ich die alle noch suchen. Also im Kaufmannsviertel, wo ich jetzt bin, gibt es auch noch einen zu finden. Und den werde ich jetzt gleich besiegen. Hoffe ich. So, jetzt suchen wir erstmal gerade hier im Kaufmannsviertel nach dem nächsten kleinen Männchen. Bisschen Zeitvertreib. Aber dafür gibt es immerhin 350 Erfahrungspunkte. Obwohl, ich habe mir jetzt auf YouTube mal ein Video von jemandem angesehen. Das 58. Let's Play-Video davon. Und der hat schon über 2000 Hitpoints, Lebenspunkte. Und gegen irgendein Monster gekämpft, das über 7000 hatte. Also das ist dann schon was ganz anderes. Elix-Klippe? Das kenne ich ja gar nicht. Warum ist das so benannt, wenn es hier gar nichts gibt? Wo finden wir denn den kleinen Typen? Boah, Leute, ich blute noch immer im Mund. Das ist voll ekelhaft. Tut mir leid, wenn ich das so sagen muss, aber ich habe noch... Naja, ich spreche es nicht weiter aus. Es ist einfach ekelhaft. Da ist er. Hallo. Und da gibt es direkt noch ein bisschen Holz dazu. Nebelholz. Sehr gut. Das heißt, theoretisch haben wir jetzt da den nicht mehr auf der Questliste stehen, richtig? Stadtmitte, Rabenhain, altes Viertel. Gut, dann gehen wir jetzt mal zur Stadtmitte. Hatte ich den denn nicht auch schon aus der Stadtmitte? Nach Rabenhain muss ich ja wahrscheinlich auch noch. Gut, suchen wir den auch noch. Suchi, suchi. Aber gut, so groß sind diese Gebiete hier ja im Moment nicht, ne? Das heißt, sie sind auch relativ übersichtlich. Und hier werden die auch irgendwo schnell zu finden sein. Das ist schon wieder dieses komische Gezuppe. Ich weiß nicht, was es ist. Was soll es bedeuten? Xander Todesreiter. Der hat aber einen geilen Drachen, muss ich schon sagen. Kleiner Dingenskirchenmann. Wo bist du? Ich finde dich noch. Ich finde dich. Hier vielleicht irgendwas hinter? Oh, hier ist tatsächlich was hinter.
Aber... Oh, ich habe was Geheimes gefunden, aber es bringt mir nichts. Ich sollte mich etwas besser in den ganzen Gegenden hier umgucken, merke ich gerade. Ich denke, es gibt viel zu entdecken. Entschuldigung, dass ich lispel. Hä? Ich wollte nicht nach Eurabenhain gehen. Ja, da gibt es auch noch so ein Vieh zu finden, aber... Was ist das denn hier überhaupt? Turm des Schulleiters? Nee, wollen wir jetzt nicht hin. Wo ist er denn? Gut, ist jetzt nur ein bisschen Zeitvertreib, Leute. Wo sind die Viecher? Vielleicht da hinten, zwischen den Zelten. Das könnte ich mir relativ gut vorstellen. Rummel. Hilda Dingenskirchen. Da! Haha, hab ihn gefunden. Versteckspiel gewonnen. So, jetzt haben wir noch 4 Minuten. Gut, dann gehen wir mal gerade nach Rabenhain. Obwohl Rabenhain ja jetzt schon etwas unübersichtlicher ist. Aber den aus dem Einhornweg kommt... Ne, Moment, Leute. Ach, jetzt bin ich gerade in Rabenhain. Gut, dann gucken wir mal gerade. Puh. Eieieiei. Urvater der Bäume. Aber mit ihm wollen wir nicht sprechen. Wir wollen hier einen kleinen, lustigen Mann suchen. Und wir werden ihn nicht nur suchen, wir werden ihn sogar finden. Dum-bu-du-dum-dum-du-du-du. Oh, jetzt sitze ich aber gerade irgendwie unbequem, sodass mir die Hand einschläft. Nee, das geht so nicht. Hilfe. So, wo ist der kleine Mann? Kleiner Mann. Was bedeutet das denn? Ach, ich kann hier Zauber lernen. Ach, ist ja interessant. Punkte, ich habe aber 3 Punkte. Nee, das möchte ich aber gar nicht lernen. Das interessiert mich jetzt nicht. Dann gehe ich nachher mal auch zu den anderen. Ich weiß gar nicht, ob ich auch zur zu meiner Zauberschule gehen sollte. Aha. Baba. Tutu. So, wen haben wir jetzt hier noch? Einhorn, Altes Viertel und Kolossus Boulevard. Dann haben wir es bald, ne? Schule des Mythos. Ich gehe jetzt mal gerade zu meiner Feuerschule. Wo ist denn meine Feuerschule jetzt? Aha. Weil ich meine, die Tante hätte mich auch nochmal zu sich zitiert. Ich bin schöner. Schule des Feuers. Ja, sie hat was für mich. Sehr gut. Bereit für deinen nächsten Zauber? Auf jeden Fall. Gut. Zuerst musst du eine Feuerscherbe von einem Feuerkobold in der Feuerkatzenallee besorgen. Sprich anschließend mit Bernhard. Aber ich krieg 9 Zauber dafür. Stufe 16. Na gut. Alles klar, gut, dann müssen wir das auch machen, aber ich werde... Doch, doch, das mache ich gleich zwischendurch. Leute, tut mir leid, das muss ich gleich machen. Wir gehen jetzt mal zur Schule des Donners. Vielleicht kriege ich da auch noch einen Zauber. Weil mit den Schule des Sturms. So, hast du ein Zauberchen für mich? Donnerschlange. Blitzfledderer. Oh, der hat aber auch direkt viel. Lernen. Ja. Ah, ich kann hier den nächsten direkt lernen. Sturmhai. Den Blitzfledderer. Ja, komm, den lernen wir auch. Thermoschild. Ne, sowas brauche ich gerade nicht.
Sturmzilla. Oh. Interessant, interessant, Dude. Da guck mal. Einen Trainingspunkt haben wir noch. Vielleicht sollte ich mir die auch aufbewahren. Ich weiß es gar nicht. Was hat der denn überhaupt zu Kamellen hier? Windfried. Was bedeutet das? Kosten 700. Rezepte. Ach, Rezepte laden. Krake. Krake. Keine Ahnung. Gucke ich mir ein andermal offscreen an, dann werde ich mich damit näher befassen. So, dann werde ich jetzt mal gerade diese Zauber hier hinzufügen. Jetzt mal im Kartenspiel. Ach, ich habe mir ein neues Kartenspiel gekauft, davon mal abgesehen, ne? Feuerkartenspiel des Novizen. Nee, Leute. Ich gucke jetzt erstmal, ob derjenige da ist, mit dem ich mich treffen will. Und zwar in der nächsten Folge. Bis dann und tschüss.